Hier in diesem Schlaflabor wird normalerweise der Schlaf von Schnarchpatienten mit Atemaussetzern untersucht. Heute soll hier angeblich für die Wissenschaft geschlafen, geschnarcht und geträumt werden. Und die, die sich freiwillig für diese Untersuchung gemeldet haben, das sind unsere Opfer. Und wir werden natürlich jetzt ein paar Tests mit Ihnen machen zu Ihrem Einschlaf-, Durchschlafverhalten, Traumverhalten etc. Als erstes würde ich Sie bitten, diese Nachthemden anzuziehen. Die beiden drin ziehen sich gerade rum und den einen kennen Sie, Klaus, unser Lockvogel. Und wir beide werden dafür sorgen, dass unser Opfer, das Verstehen Sie Spaß Schlaflabor, nie vergessen wird. So, dann können wir mit unserer Schlafstudie beginnen und dann werde ich Ihnen zuerst ein paar Fragen stellen. Wie lange schlafen Sie pro Nacht? 6 bis 7 Stunden. Schnarchen Sie? Ganz, ganz selten. Wie hört sich das bei Ihnen an? Aha. Schnarchen Sie? Ja, schon. Träumen Sie? Ja. Ja. Ja, intensiv. Mhm. Täglich, also. Man hat nur ein Thema im Kopf. Hm. Aber nicht mehr so, die Details sind weg. Mhm. Aber wie gesagt, nur so Eckdaten. Mhm. So, das war schon mal sehr gut. Wir gehen jetzt weiter in unseren Praxistest. Ich werde Ihnen jetzt die Elektroden anlegen, mit denen wir Ihre Gehirnströme messen können. So, als nächstes möchten wir Ihr Einschlafverhalten testen. Sie kennen doch sicherlich Schäfchen zählen. Dafür werden wir auf dem Monitor für Sie ein paar Schäfchen einspielen und ich würde Sie bitten, diese laut zu zählen. 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. So. Das schaut ja schon sehr gut aus. Als nächstes würde ich gern den Einfluss von Musik auf Ihr Einschlafverhalten testen. Aus diesem Grund würde ich Sie bitten, sich gegenseitig ein Schlaflied vorzusingen. Okay. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. Entschuldigung. Schlaf, Kindlein, schlaf, der Vater hüt die Schaf. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu. Das geht nicht. Das ist eine ernsthafte Studie. Ich würde Sie wirklich bitten, sich zu konzentrieren. Das geht halt nicht. Ja? Wie soll man das lachen? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Schwerpunkt unserer Schlafstudie. So, kennen Sie den DreamTech 2000? Also nicht so, dass ich wüsste. Das ist ein neues Gerät aus den USA, eine absolute Weltneuheit. Damit kann man Gehirnströme messen und diese in Bilder umwandeln. Das heißt, mit viel Glück können wir gleich Ihre Träume und Gedanken auf diesem Monitor sehen. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Bernd? Das ist angenehm. So. Und Sie können ruhig bewusst jetzt wach bleiben, damit Sie sich dann besser entspannen können. Einverstanden. So. Und jetzt geht's los. Klaus schläft problemlos ein. Er träumt heftig, ohne sich danach an allzu viel zu erinnern. Sein Bettnachbar ist skeptisch, aber gespannt. Dreamy me.
schöner Traum, muss ich sagen. Er war heiß, richtig. Was? Ja, schade eigentlich. Was ist schade? Ja, dass der Traum nicht weiterging. Ich hab nur was gespürt im Arm. Ja. Ich habe von einer Frau geträumt. Ja, eine hübsche Frau, keine Frage. Sah sie gut aus? Ja, sah gut. Doch. Sah richtig gut aus. Sah gut aus. Sehr attraktiv. Wenn sie wieder reinkommt, müssen sie rot werden, weil das war nämlich die Ärztin, die hier reinkommt immer. Ach, was? Ja, ja. Die Ärztin? Mhm. Wäre mir jetzt ganz schön peinlich. Bitte? Wäre mir peinlich an ihrer Stelle. Wieso denn? Ich muss sagen, das Gesicht konnte ich nicht ganz erkennen, aber der Rest war wirklich scharf. Also ja, richtig, muss ich sagen. War deutlich zu erkennen, wer es war. Wer denn? Die Ärztin. Ja? Es ehrt mich wirklich sehr, dass Sie von mir träumen. Konzentrieren Sie sich und versuchen zu schlafen. Oh Gott. Jetzt wird's gleich richtig spannend. Denn Klaus wird gleich von einer weiteren Frau träumen. Und zwar von der Frau unseres Opfers. Denn die war so nett, uns zu helfen, ihren Mann reinzulegen. Was geht hier ab? Bin schon wieder auf Frauenjagd. Haben Sie es gesehen? Wie sah sie aus? Interessant. Haben Sie eine Freundin? Ich habe mehrere. Ja? Ja. Aha. Und sehen Sie die oft? Wir treffen uns immer im Park. Wie lange gehen Sie denn schon mit der so durch die Parks? Na, wir sind nicht immer nur im Park. Na bravo. Warum, fragen Sie? Och, nur so. Ich habe auch eine Freundin, die sieht da ganz ähnlich. Wie lange sind Sie schon mit ihrer? Ja, so 19 Jahre ungefähr. Und auch die Frau seiner Träume hat für uns mit Klaus gekuschelt. Diesmal war sie schwarz. Haben Sie was gesehen? Ja, frei habe ich gesehen. Das ist auch eine tolle Frau, muss ich sagen. Ja, definitiv. Wo hast du die gesehen? Im Park, also es war irgendwie Englischer Garten, glaube ich, Park. Die würde ich gern wiedersehen, glaube ich. Oh, das wird nichts. Das war nicht meine Freundin. Was ist das? Das ist meine Freundin. Ja, ihre Freundin? Ja, ja. In meinem Kopf? Ich glaube, warte mal, irgendwie träume ich wieder. Was ist? Sehen Sie, ich träume schon wieder. Echt? Ich glaube, ich. Sehen Sie es? Ja, jetzt nicht. Hey, herzlich willkommen in der Fernsehsendung. Verstehen Sie?